Beim Abspannen verwende ich am liebsten Posenmontagen. Das hat folgenden Grund. Wenn ich meine Route auf dem Boot habe und an den Platz fahre, wo ich meinen Ausleger im Vorfeld positioniert habe und meine Posenmontage ans Wasser lasse und später zum Angelplatz zurückfahre, hinter die Pose meinen Köderfisch Richtung Grund zu ziehen und sich da irgendwo beispielsweise im Holz zu verheddern. Das ist Punkt 1. Zum zweiten, wenn ich später dann am Ufer bin und meine Route unter Spannung bringe, die Hauptschnur aus dem Wasser spanne, kann ich anhand der Pose beobachten, wie hoch meine Montage wandert. Das heißt, ich richte die Pose immer so hoch aus, dass sie knapp über der Wasseroberfläche steht. Die Höhe, wie ich abspanne, bestimmt ja später der Punkt, wo ich meine Reißleine an der Hauptschnur fixiere. Nur darauf kommen wir später zu sprechen. Fangen wir einfach mal an mit der klassischen Posenmontage, wie ich sie beim Abspannen verwende. Als erstes ziehe ich einen Silikonstopper auf meine Hauptschnur. Dieser fixiert nachher meine Pose nach oben hin. Dann kommt die Pose. In der Regel verwende ich da Modelle mit 200 Gramm. Denn mit 200 Gramm Blei kommt man nahezu überall aus, auch wenn die Strömung etwas stärker ist. Wo 200 bzw. 250 Gramm nicht mehr reichen, da braucht man dann in der Regel auch nicht mehr erfolgreich zu fischen. Jetzt kommt ein weiterer Stopper unter die Pose. Einfach, dass die Pose auch beim Abspannen später an Ort und Stelle gehalten wird. Das heißt, wie ich ja schon angedeutet habe, ich ziehe die Pose wirklich aus dem Wasser heraus und anhand dieses bunten Dinges, was sich später auf der anderen Seite befindet, anhand der Pose kann ich dann wirklich sehen, wie hoch ich meine Montage spanne. So, jetzt ist die Pose fixiert. Jetzt folgt ein zweiter Stopper. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, warum kommt da jetzt ein zweiter Stopper dran? Ja, der verhindert, dass das Blei später nach oben rutscht. Denn wenn der Köderfisch nach oben strebt, entsteht ein Flaschenzugeffekt. Und diesen wollen wir nicht. Das Blei muss den Köderfisch wirklich zuverlässig unten halten. So, der ist für das Blei. Und jetzt folgt das Blei. Ich verwende am liebsten gedrungene Formen. Ganz einfach aus diesem Grund, da diese bedeutend stabiler in der Strömung stehen als längliche Modelle. Bevor wir jetzt das Vorfach anknoten, folgt noch so ein Stück Silikontube. Der dient einfach dazu, dass das Blei nicht direkt auf den Wirbel knallt und der schützt auch einen Knoten. So, punkto Knoten. Für mich gibt es eigentlich nur den Grinnerknoten. Den brauchen wir jetzt also bei der Verbindung von Hauptschnur zu Wirbel und auch später, wenn wir unsere Reißleine mit der Hauptschnur verbinden. Ich gehe dazu doppelt durch das Öhr durch. Dann lege ich die Schnur doppelt, führe sie zurück und jetzt folgen ungefähr 6 bis 8 Windungen. 3, 4, 5, 6, 7 sollten völlig ausreichen. Beim Zuziehen muss man jetzt aufpassen, dass diese Klänge sich nicht übereinander legen. Einmal an diesem Ende gezogen. Auf das Befeuchten verzichte ich oftmals bei dieser starken Schnur. Ist nicht allzu notwendig, wenn man nicht sehr fest bzw. sehr schnell zieht. So, und jetzt an beiden Enden gut ziehen. Und schon ist der Knoten fertig. Man kann jetzt noch etwas Kosmetik betreiben, indem man ein Stück abschneidet. So ein paar Zentimeter Überstand sollte man lassen. Manche machen da jetzt auch noch so einen Sicherheitsknoten. Braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt, weil das die Nehmer eigentlich nicht besonders auffasert. Und schon ist die Verbindung da. Jetzt noch zum Vorfach. Wir verwenden hier ein Kombi-Rig. Das heißt, das obere Material ist aus monophilem Vorfachmaterial. Sehr glatt, besonders gut in stark strömenden Gewässern. Und die Verbindung von Drilling und Einzelhaken besteht aus Kevlar. Das heißt, wir hatten hier eine weiche Verbindung. Wir können auch den Abstand der beiden Haken variieren. Der Drilling kann besser spielen am Köderfisch. Und das sind halt alles solche Vorteile. Aber jetzt genug der Montage. Jetzt zeige ich euch noch, wie man die Reißleine direkt mit der Hauptschnur verbindet. Denn das ist noch was ganz Essentielles beim Abspannen. Viele machen da große Fehler. Doch ich habe in der letzten Zeit wirklich gemerkt, dass nur eine Methode sinnvoll ist und dass nur eine Methode auch quasi funktioniert und man vor allen Dingen keine Risse der Schnur bekommt. Denn es gibt Methoden, Stöckchenmontage und so weiter, wo man wirklich dann ein Stöckchen in die Schnur schiebt, wo man die Hauptschnur ja quasi zum Platzen bringen kann, indem sich die Hauptschnur einfach gegenseitig durchschneidet. Und das sollte nicht der Fall sein. Noch kurz was zu den Haken. Wir verwenden hier 2 Haken, weil wir Köderfische von ungefähr 30 cm verwenden. Und da sollten schon 2 Haken angebracht sein. Da wir Strömung besitzen, kommt ein Haken ins Maul.
Sprich, wir fischen mit der Maulköderung, sodass sich der Köderfisch schön in die Strömung stellen kann und der andere kommt in den Bereich des Afterloches. Doch jetzt zu der Befestigung der Reißleine. Der Punkt der Befestigung der Reißleine bestimmt später, wie tief unser Köder im Wasser steht. Das heißt, ich bringe meine Pose an dem Punkt, wie tief ich ungefähr angeln will, plus dem Stück, wo ich die Pose halt noch über die Wasseroberfläche spanne. Und darüber direkt kommt dann meine Reißleine. Also, wie geschieht das Ganze am besten? Ich lege mir die Hauptschnur um den Finger und gehe dann dreimal um meinen Finger herum. Dann ziehe ich die Schnur raus und hierdurch muss ich jetzt quasi meine Reißleine ziehen. Jetzt kann ich das Ganze schon festziehen, denn meine Reißleine liegt jetzt schon mal in einer Schlaufe um die Hauptschnur herum. Und jetzt folgt auch wie eben der Grinnerknoten. Man könnte zwar auch einen anderen machen, aber dadurch, dass der Grinnerknoten so schön hoch ist, kann man ihn auch leicht mit der Schere durchschneiden. Wenn man sich später zum Beispiel nur vorne die Schlaufe löst und man nochmal eine neue Reißleine anbringen muss, beziehungsweise eine Reißleine an eine andere Stelle anbringen muss. Also man kann hier mit der monofilen Reißleine von 0,45 mm reichen wirklich 5-6 Windungen aus. Das Mono befeuchte ich auch gerne, um die Reißleine nicht schon im Vorfeld zu schädigen. Und jetzt wird das Ganze an die Hauptschnur drangezogen. Und schon hat man eine feste Verbindung von monofiler Schnur und der Hauptschnur aus Geflecht. Vorteil von dieser Montage ist ganz eindeutig. Hier wird immer nur die Reißleine reißen. Und die Hauptschnur, wenn Druck drauf kommt, geht auf jeden Fall nochmal komplett gerade. Und hier läuft man nicht die Gefahr, die man zum Beispiel läuft, wenn man hier ein Stöckchen reinschiebt und einen halben Schlag legt, dass die Schnur sich gegenseitig durchschlägt. Beziehungsweise, dass die Schnur sich gegenseitig durchschneidet. Oder auch, wenn sie wirklich unter starker Spannung gebracht ist und ein Wirbel hier auf der Hauptschnur läuft. Manche bringen ja gerne auch einen Wirbel an. Der reibt die Hauptschnur mit der Zeit durch. Mir ist es zwar auch noch nicht oft passiert, aber es ist mir passiert. Und mit dieser Methode, indem man wirklich die Reißleine im Vorfeld in die Hauptschnur einbindet, kann gar nichts passieren. Und ihr seht schon, da verrutscht auch nichts. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist in meinen Augen die einzig sichere Methode beim Abspannen. Bevor wir auslegen, habe ich die Montage hier nochmal so schemenhaft aufgebaut. Der Ausleger ist mittels der Reißleine an der Montage verbunden. Hier ist der Knoten angebracht, den ich euch eben gezeigt habe. Darunter befindet sich die Pose, natürlich mit zwei Stoppern gestoppt, dass wir sie auch schön außerhalb des Wassers bringen können, wenn wir spannen, und dass sie auch nicht nach unten rutscht. Ja, und dann folgt das Blei. Da ist natürlich auch ein Stopper drüber, sodass kein Flaschenzugeffekt entsteht, wenn der Köderfisch nach oben schwebt. Ebenfalls ganz wichtig. Und die Tiefe hier bestimmt dann im Endeffekt, wie tief wir später angeln. Da wir hier relativ starke Strömung haben, muss man bedenken, dass der Köderfisch quasi fast schon in Bleihöhe steht, weil einfach die Strömung diesen nach oben drückt. Bei weniger Strömung ist das natürlich nicht so gravierend. Ich verwende hier 200 Gramm Blei, weil wir doch eine etwas stärkere Strömung haben. Bei weniger Strömung oder Stillgewässern kommt man oftmals mit 100 Gramm auch ganz gut aus. Ja, und was man auch noch bedenken sollte, wenn man die Tiefe einstellt, man muss natürlich hier, wie ich auch schon angesprochen habe, etwas Luft lassen, weil man die Pose ja noch etwas aus dem Wasser spannt. Und so sieht das Ganze dann später ganz gut aus. Und wie es aber wirklich an Ort und Stelle aussieht, das zeige ich euch jetzt.
Let the show begin. Schlecht.